Weiter geht's mit Factorio. So, bisschen was erforscht, der Motor ist erforscht. Oh, wir können die Eisenbahn erforschen. Dann machen wir das einfach direkt mal. Das ist ja das Ziel in dieser Kampagnen-Mission gerade. Ich habe einen Engpass entdeckt oder eine Produktionsstörung oder was auch immer. Hier kommt keine Kohle mehr an. What the fuck ist da denn los? So. Jetzt werden wieder Kupferplatten hoffentlich hergestellt, die jetzt ein bisschen hier, ja, nicht hergestellt wurden. Also, wie ist das jetzt hier? Er kriegt irgendwas fehlt doch hier noch. Nimmt sich immer beides, je nachdem, was er braucht, oder? Ja, genau. Das heißt, den langen Greifarm können wir hier mal wegnehmen. Vielleicht brauche ich ihn mal woanders. Und hier ein paar kurze Greifarme. Hier habe ich dann keinen Strom. Können wir nochmal einen Strommast hinstellen? Statt des Labors. So. So, jetzt kommen wir hier wieder ordentlich Kupferplatten. Die Kupferplatten landen dann hier oben. Hier werden noch die, genau, die Kupferkabel hergestellt. Das passt alles. Und jetzt kommen anscheinend hier mehr Kupferplatten, als ich gerade gebrauchen kann. Dann läuft das doch. Könnte das schneller laufen irgendwie? Ich gucke gerade, ob der könnte ja schneller arbeiten, wenn da mehr Kupferplatten vorrätig wären. Oder ist eigentlich non sieht eigentlich aus, als würde er nonstop arbeiten, ne? Den Kupferkabel könnte ein bisschen schneller gehen. Das heißt, ich könnte noch mehr Kupfer, Kabel herstellen. Ist natürlich alles hier total stümperhaft gebaut. Also die Ecke ist hier besonders schlimm. Das ist, denke ich auch mal so, ja, ist ja nur für die Kampagnenmission. Dafür reicht es schon. Ich kann mir jetzt hier noch eine hinstellen. So. Ganz stümpermäßig. Dann greift er sich hier immer ein Dingens und macht das so. Stellt jetzt hier noch Kupferkabel her und braucht noch ein bisschen Strom. Jetzt habe ich mal mehr Kupferkabel. Und so schnell kann er die nicht mal wegnehmen. Das heißt, ich könnte hier noch einen zweiten Arm hinbauen. So. Und dann eine kleine Pause dazwischen. Es ginge also theoretisch noch schneller. Was, wenn ich das hier wegnehme, dann bricht alles zusammen. Ich brauche einen großen. Der hat einen größeren Einzugsbereich. Dann kann ich hier nicht noch einen langen Greifarm hinstellen. Gibt es immer noch kleine Pausen. Geht auf jeden Fall schon mal schneller. Zack, zack, zack. Und dann werden hier noch schneller Greifarme hergestellt. Ich habe in der Tat einen kleinen Greifarmengpass. Greifarme könnten schneller laufen. Allerdings mache ich genug. Machen wir das doch mal. Da muss ich aber das bisschen umplatzieren, dann bricht erstmal wieder alles sofort zusammen. So. Hat er hier oben keinen Strom. Das machen wir gleich mal. So, eine grüne Fabrik, eine blaue Fabrik hier hin. Dann braucht die einen kurzen Greifarm, den ich wieder ganz verkehrt rumgestellt habe. Einen langen Greifarm, der mal hier hinkommt.
Eisenbahn erforscht. Erforscht das mal. Muss natürlich noch sagen, was er herstellen soll. Er soll Greifarme herstellen. Dann brauche ich noch einmal Strom. Hier so. Und zack. Und zu weit weg. So, irgendwas klappt noch nicht ganz mit der Fabrik. Eisenplatten braucht sie noch. Also. Dumm-di-dumm-di-dumm. So, dann habe ich eine zweite Fabrik, die Greifarme herstellt. Und dann habe ich hier genug, dass das auch fix genug geht. Läuft hier alles? Ja. Und dann sollten mehr grüne Wissenschaftspakete hier rauskommen. Könnte nämlich noch mehr hier gebrauchen, in der Tat. Wie man sehen kann. Dann gibt es das nächste. Grüne Wissenschaftspakete. Und wir verlängern einfach die bestehenden Einrichtungen hier so ein bisschen. So. Was braucht man? Ein in die Richtung, ein in die Richtung. Und ich brauche mal rote Greifarme, lange Greifarme, was braucht man dafür? Eisenplatten habe ich nicht so viele. So. Und Strom. Ja, mit dem Strom mache ich gar nicht so einfach. War verkehrt rum, war verkehrt rum. Ist richtig rum. Sonst müssten hier grüne Wissenschaftspakete hergestellt werden, weil es nicht ganz reicht. Tatsächlich. Oh, an den roten herrscht inzwischen sogar teilweise ein Engpass. Was ist da denn los? Schon wieder gleich das nächste, ja, Mini-Problem. So. Was wir aber gleich gehandelt haben. So. Rote Wissenschaftspakete. Läuft. Ne, Zahnräder. Noch ist es okay. Müsst ihr auch mal gucken, ob ich dann demnächst nicht mal neue Zahnräder brauche. Das könnte nämlich sein. Im Moment läuft es aber noch. Das möchte ich noch einmal sehen, dass hier auch ein rotes Wissenschaftspaket rauskommt. Läuft. Ja, da war nämlich tatsächlich ein Engpass an roten Wissenschaftspaketen. Wer hätte es gedacht? Fetusknecht meint, ich sollte eine Rücklaufschleife bauen, damit sich das Zeug nicht immer so am Ende unnütz staut. Ja, mein Gott, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Dann sehe ich halt, wovon ich genug habe und wovon ich zu wenig habe. Das stört mich jetzt nicht so. Zumindest an dieser Stelle nicht. Okay, ich brauche tatsächlich noch mehr. Aber noch eine rote. So, mal ein bisschen Platz lassen dazwischen, damit ich mal durchgehen kann. Oder auch einen Strommast bauen und solche Geschichten. So, Greifarme sollte ich eigentlich ja genug haben, wohl. Achso, muss ich natürlich noch sagen, was er bauen soll. Tatsächlich fehlen mir die roten Wissenschaftspakete. Wer hätte das gedacht? Aber gibt es genug von. Ich glaube, ich muss tatsächlich auch mal, bauen wir mal eine normale Fabrik. Was brauche ich? Eisenplatten. Wo kann ich mir ein paar Eisenplatten abgreifen? Ja, wo die Eisenplatten sind auch heiß begehrt. Hier habe ich zwar hinten noch paar auf Vorrat, aber Eisenplatten werden auch benötigt. Ja, nice. Und jetzt habe ich eigentlich die grundlegenden Sachen erforscht, wie ich es wollte. Und was soll ich jetzt machen?
Panzerbrechende Munition, Stahlträger, Eisenplatte, Kupferplatte, Solarmodule. Alles ins Auto packen oder ins Inventar. Okay. Da habe ich ein bisschen was zu tun. Kupferplatten. Davon stelle ich genug her. Also muss ich mir jetzt irgendwo ein Lager bauen. So, Kupferplatten mache ich auf jeden Fall genug. Obwohl das natürlich auch ein bisschen dauert. Also genug ist halt auch relativ. Eigentlich will ich jetzt ja, ich habe ja alles erforscht. Ich will jetzt nur noch herstellen. Was, gucken wir mal von den schwierigeren Sachen, was ich mir da herstellen muss, kann, darf, möchte. Panzerbrechende Munition, Stahlträger, Eisenplatte. Eisenplatten und Kupferplatten stelle ich her. Gucken wir doch mal nach dem Solarmodul, das scheint. Oder was, wo ich am meisten brauche. Panzerbrechende Munition, gucken wir doch dafür. Schrot, Schwere, Steinewand, Geschützturm. Das muss ich, glaube ich, erst noch erforschen. Das kann ich nicht mal herstellen. Zugsignale brechen wir mal ab. Dann Militär 2 ermöglicht panzerbrechende Munition. Dann erforschen wir Militär 2. Dann kann ich mal gucken. Stahlträger. Stahlträger. Braucht Eisenplatten. Also kann ich mir erstmal schön Stahlträger. Genau, also ich gucke erstmal mit der Forschung. Dann kann ich mich die Forschung abbrechen hier in dem Teil des Spiels. Ne? Effizient sein. So. Stahlträger kann ich schon herstellen. Eisen, Kupferplatte auch. Panzerbrechende Munition erforsche ich gerade. Solarmodul kann ich wahrscheinlich noch nicht bauen. Was wäre denn das? Ist das Produktion? Wahrscheinlich ist Produktion, Stromproduktion im entferntesten Sinne. Guck mal kurz nach. Solarmodul. Das fortgeschrittene ja, genau, fortgeschrittene Elektronik. Machen wir es mal kurz danach. Dann lassen wir erstmal Militär 2 erforschen. Danach, hier brauchen wir immer noch rote. Wahnsinn. Grüne habe ich langsam genug. Lassen wir trotzdem mal kurz weitermachen. Ich mache nicht genug Zahnräder im Moment. Das ist so ein bisschen der Engpass tatsächlich. Habe ich nicht noch welche im Inventar? Rote? Nee, habe ich nicht. Habe ich Zahnräder noch im Inventar? Auch nicht. Was im Moment fehlt, sind Zahnräder. So, grüne stelle ich genug her. Was? Jetzt wird er noch angegriffen. Kurz mal vorbeigucken. Ah, wo sehe ich denn, wo ich angegriffen werde? Das Männchen. Wo ist die Action? Ich erkenne es nicht ganz. Was ist denn los? Ah! Ich muss auch. Okay. Jetzt geht es hier auch noch. Ich wollte auch jetzt in Ruhe hier bauen. Jetzt kommen noch irgendwelche Viecher. Was? Wo? Stopp, ganz kurz. Ich muss aus der Munition wieder. Jetzt komm, jetzt fang nicht mit dem Scheiß an. Ich will hier ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe. Also wirklich ganz in Ruhe. Das brauche ich mal ein bisschen anders. Nein. Nein, das will ich auch nicht. Ich will auch den scheiß Strommast loswerden. Danke. So, jetzt stellen wir nochmal einen Erzförderer hier hin. Wo ist er? Habe ich gar keine mehr. Ach hier, das Dings haben sie auch noch kaputt gemacht. Nein. Jetzt sehe ich hier noch gestresst. Das muss doch alles nicht sein, Kinders. Ich will doch hier ganz in Ruhe vor mich hinwerkeln. So, wehe, die kommen jetzt nochmal wieder. Ich glaube, die kommen nie wieder. Da muss ich mir keine Sorge machen. Die kommen nie wieder, du. So, was ich eigentlich wollte, war hier eine Fabrik bauen. So, genau. Für Zahnräder.
weil das mir ein bisschen fehlt im Moment. Ja, sogar richtig. Warum mag er keine Zahnräder herstellen? Weil er Eisenplatten braucht für Zahnräder. Natürlich alles richtig gemacht. Natürlich. Okay. Falsch gebaut. Hier passt es nicht hin. Ja, dann muss ich mir die halt hiervon nehmen. So. Da ist wenig, zu wenig Platz. Wie nehme ich mir die denn am besten? Die Eisenplatten kommen ja alle da. Ich mache es einfach ganz stumpf mit zwei Greifarmen. Gerade keine Lust, das mir zu kompliziert zu machen. Da habe ich keinen Strom. So. Und dann mache ich mir das ganz stumpf mit zwei Greifarmen. So, was will ich jetzt eigentlich noch erforschen? Solarenergie hier. So. Die ganz fortgeschrittene Lösung, einfach stumpf mit zwei Greifarmen. Und jetzt stelle ich mir hier noch Zahnräder her. So. Passt. Das soll ja einfach nur erstmal provisorisch sein. Am Ende, ich hau hier eh ab. Na, ich hau hier eh ab. Tschüss, ihr Deppen. Auf euch habe ich eh keinen Bock. So, irgendwas. Hier werden Zahnräder hergestellt. Ich könnte noch ein bisschen mehr. Das könnten wir nochmal machen. Warum stellt er nichts her? Weil nicht mehr genug Eisen kommt. Brauchen wir noch einen Eisenförderer. Für einen Eisenförderer brauche ich Eisenplatten. Eisenplatten werden hier hergestellt, aber nicht genug. Muss ich mir die mal klauen? Kurz. So. Stelle ich mir hier noch einen Eisenförderer hin. Und noch einen. So, macht noch schön Eisen, Jungs. Der Ofen. Den fehlt allen Eisen. Ja. Na, mit mehr Eisenplatten könnte das alles schneller gehen, aber jetzt kommt hier auch wieder mehr Eisen an. Das läuft sozusagen. Arbeiten alle fröhlich vor sich hin. Finde ich gut. Hier hinten nämlich einen Engpass. Hier habe ich. Läuft das ganz gut mit den Zahnrädern. Elektronikbauteile kann ich mir auch mal einstecken. Kupferplatten, Kupferkabel werden auch genug hergestellt. Und langsam kommen hier auch genug Zahnräder an. Für die Fabriken. Das sieht auch ganz gut aus. Jetzt habe ich hier eine grüne Fabrik abgerissen. So, ich stopfe die mal per Hand hier rein. Haben die eigentlich ein größeres Lager? 29. So. Irgendwas fehlt hier schon wieder. Achso, die haben nicht genug Eisenplatten. Eisenplatten ist immer noch das Problem. Die kommen hier hinten nicht an, die Eisenplatten, weil die vorher weggeschifft werden. Das heißt, hier kommt ab und zu an. Immer noch ist ein bisschen Eisen das Problem, aber langsam geht's dann. Es könnte noch ein bisschen mehr Eisen ankommen tatsächlich. Das Eisen wird schon noch schnell genug weggeschafft. Es sind noch ein paar Lücken hier zwischendurch. Theoretisch könnte ich auch einfach ein. Ist zwar nicht viel, 800. So. Kommt noch ein bisschen mehr Eisen.
Das ist nicht wahnsinnig viel, aber es ist besser als nichts. Kann auch gleich einen zweiten bauen. Eisenplatten greife ich mir auch noch mal ab. Sorry, Jungs, ich nehme euch mal ein paar Eisenplatten weg. Das ist nur zu eurem Besten. Immer noch nicht genug. Noch zwei Eisenplatten. Danke. Also, jetzt müsste mal langsam genug Eisenerz hier ankommen. Würde ich sagen. Das sieht auch gut aus. So viel Eisenerz, wie hier ankommt. Ja, das konnte ich gar nicht mehr schnell genug weggreifen. Das gefällt mir. Ups, wo ist Action? Und die haben schon wieder meine Strommasten gefressen. Okay, ich habe das Gefühl. Möglicherweise reicht es doch nicht aus. Müssen wir doch noch einen Geschützturm bauen. Möglicherweise. Steinwand, Geschützturm, Eisenplatten. Für alles brauche ich Eisenplatten. Könnt ihr mal aufhören, mir die Eisenplatten. Eisenplatten, Eisenplatten, ja. Okay, ich stelle noch mehr Eisenplatten her. Ich stelle mal hier oben. Habe ich noch Hochöfen? Der hier hinten ist irgendwie ätzend. Den baue ich mal ab. So, die hier braucht auch gerade keine. So, stelle ich mal ein paar Hochöfen hier in die Gegend. Hier zum Beispiel. Hallo, nicht wegfahren. So. Die brauchen wie immer einmal Kohle und liefern das weg. Er braucht auch einmal. Na, der Dings ist wieder schlecht. Dann einmal Kohle liefert es weg. Brauchen besseren. Guck, wenn ich jetzt den wegnehme, hoffentlich bricht nicht alles zusammen. Ne, geht sogar noch sauber. Und dann brauche ich zwei große Greifarme. Laufen hoffentlich auf Hochtouren. Jetzt hier alles schön verschmutzen. So, irgendwas. Scheint Martin vergessen zu haben. Was habe ich vergessen? Ich muss gleich mal gucken, was du meinst. Irgendwo gab es auch gerade eklige Geräusche. Knabbergeräusche. Fieselgeräusche. Wo ist denn die Warnmeldung? Aber man kann Lampen bauen. Ja. Ja, ich bin immer nur so. Ich bin ja nur noch kurz. Wie in echt auch. Ich bin nur noch kurz auf dieser Erde. Hier. Ich hau eh bald ab. Jetzt muss ich mir hier nicht schön machen. Okay, jetzt kommen hier langsam genug Eisenplatten an. Ich greife mir noch mal ein paar, damit ich ein paar Sachen selber bauen kann. So. Also, die Hochöfen laufen soweit. Der hat keinen Strom. Hier so Kugelfeuerrate. Ja, er forscht das schon. So. Was? Wie? So. Der hier hat keinen Strom. Kriegt er von da oben Strom? Kriegt er von hier Strom? Der kriegt von nirgendwo Strom. Braucht einen großen Strommast. Na, geht nicht. Muss ich mir irgendwo einen großen abbauen. Ich hänge da fest. Ich klaue mir hier einen großen Strommast. Ha! Schieb den einfach hier rüber. Kommt der weit genug? Wie groß ist der Umkreis? Ich hätte gedacht, dass der Einzugsbereich von dem großen Strommast geiler ist als so ein mickriges Feld. Das ist ja nicht so wahnsinnig viel. Das heißt, ein großer Strommast, dass er nur möglichst weit die Leitung ziehen kann oder was? Toll. Ich dachte, ich könnte damit dann auch. Hat er einen größeren Einzugsbereich? Das hatte ich mir eher erhofft. Aber kleiner Strommast, mittelgroßer. Der mittelgroße hat einen gut genug einen Einzugsbereich.
So, was wollten wir aber eigentlich machen? Ist die eigentliche Frage. Eisenplatten. Irgendwas wollte ich doch jetzt eigentlich machen. Ach, ich wollte mir einen Geschützturm da oben hinstellen. Das war's doch. So. Und Munition. Dafür brauche ich auch Eisenplatten. Na, die Eisenplatten werden jetzt eigentlich hier genug hergestellt. Eigentlich könnte ich langsam auch das bisschen begrenzen. Für die Mission brauche ich das ja nicht mehr. Ich muss ja eigentlich nichts mehr erforschen für die Mission. Das heißt eigentlich soweit alles größtenteils an Produktion kann ich langsam einstellen. Dann stapelt sich das hier ein bisschen auch. Dann wird die Eisenplatte nicht mehr verbraucht. Her mit den Eisenplatten. Ich stelle mal ein bisschen Munition her. Was ich dann noch in den Geschützturm stellen kann. Den Geschützturm hier oben gab es am meisten Ärger. Stellen wir mal hier schön einen Geschützturm hin. Und er versorgt ihn mit Munition. So. Soll mir erstmal reichen an der Stelle. Okay. Das läuft. Also ich will nur ein bisschen die Verteidigung da aufbauen. Als nächstes, was wollte ich jetzt? Ach ja, genau, gucken, was ich jetzt einfach hier. Solarmodul, Stahlträger. Stahlträger muss ich eh bauen. Panzerbrechende Munition. Stahlträger. Also der nächste Knackpunkt sind Stahlträger. Also ich muss im Prinzip eh nichts mehr erforschen. Das ist ja nur noch zum Spaß. Kann ich das irgendwann abreißen, wenn ich es nicht mehr brauche? So, ich brauche Stahlträger. Stahlträger baue ich mir aus Eisenplatten. Wieder mal Eisenplatten. Eisenplatten werden im Moment immer dafür verwendet. Eisenplatten kommen hier auch en masse an. Das ist eh ganz gut. Ich könnte sogar noch mehr Eisenerz gebrauchen. Mache ich das mal kurz. Ich glaube, ich habe das Gefühl, Eisenerz kann ich noch ein paar Mal gebrauchen. Ich glaube, ich setze das Geschütz noch ein bisschen nach links. So, wo es nicht nervt. Hier so hin. So. Und die Erzförderer nach oben. So. Bisschen schalampig jetzt dahin. Ah, das ist mir doch gerade wurscht. Ah! Ja, ihr Facker. So. Ups. Mal ganz kurz, damit es nicht alles auf der gleichen Seite ankommt, mache ich das mal kurz so. Dann kommt das nämlich auf der linken Seite, auf der. Nee, so war es nicht gedacht. So. Dann kommt das nämlich auf der rechten Seite des Transportbandes an, von der Mine, was mal ganz praktisch ist. Dann stapelt sich nicht alles auf der gleichen. 1, 2, 3. Ja, das passt schon so erstmal. So, jetzt kommt hier noch mehr Eisenerz an, als die sich hier gerade abgreifen können. Dann baue ich mir noch einen Hochofen. Kupferplatten stapeln sich da eh noch. So. Wo ist der Hochofen gelandet? Da. Obwohl die. Naja. So, ein Hochofen hier noch. Das bisschen weiter. Dann zwei Greifarme. Schon wieder keine langen Greifarme.
Aus dem Hochofen einen nach oben. Und dann kann ich mir die demnächst schon schnell genug wegnehmen. Okay, so jetzt. Stahlplatten werden produziert ohne Ende. Sehr schön. Sammeln wir mal welche ein. Aber wir wollten ja eigentlich mit den Stahlplatten, das war der eigentliche Kernpunkt. Ich forsche immer fröhlich an irgendwelchem Scheiß rum. Das ist mir alles ganz okay. Irgendwann reiße ich die ganze Forschungsscheiß hier komplett ab. Ich möchte Stahlträger herstellen. Stahlträger herstellen, werden aus Eisenplatten hergestellt, wird eingestellt in Hochöfen. Okay. Das wird einfach im Hochofen hergestellt. Das heißt, ich kann einfach einen Hochofen herstellen, der sich Eisenplatten greift und dann. Okay, das probieren wir mal aus. Braucht natürlich dann noch Kohle. Die Kohle kommt hier in der Mitte. Das heißt, ich muss mich darum kümmern, dass die Kohle da ankommt. Das geht aber. Ich probiere es mal aus. Stahlträger. Ich versuche mal hier einen Stahlträger herzustellen. So. Also, der greift sich von hier unten. Das. Und dann muss ich nur gucken, dass ich die Kohle, die in der Mitte. Kohle habe ich ja wirklich genug. Wie in echt. hier hinten ankommt. Da habe ich echt nicht genug Fließbänder. Warte, Augenblick. Danke. Jetzt habe ich wieder ein paar Fließbänder, so. Nee, noch nicht. So. Und jetzt die Kohle dann darauf und das noch verbinden. So. Natürlich muss ich die Stahlträger noch abtransportieren. Aber das ist die Idee. Und jetzt werden hier Stahlträger transportiert, gebaut, gemacht, getan. Läuft, läuft, läuft. Und das mache ich jetzt noch ein paar Mal. So, Hochöfen kann ich mir jetzt noch ein paar bauen. Achso, ich kann mir die geilen Hochöfen gar nicht bauen. Habe ich noch nicht erforscht, oder was? Dann stelle ich mir hier nochmal noch einen hin. Und sie brauchen natürlich wieder Strom. So. Und dann wird hier Stahl hergestellt. Okay, Stahlträger brauche ich wie viel? 1500. Die brauche ich auch für alles andere. Also Stahl muss ich eine Menge machen. Was? Gibt es irgendwas Cooles, dass ich mir selber Hochöfen bauen könnte? Mach ruhig das mal. Also, das wäre der nächste Schritt. Forschung läuft ja fröhlich vor sich hin hier. Wie viel Grüne haben die noch? Okay, rote stelle ich genug her. Wenn es irgendwann wieder einen grünen Engpass gibt, ne, kann ich mir sogar vorstellen, den habe ich ein bisschen zu frühzeitig vielleicht abgerissen. Montagefabriken. Habe ich da überhaupt noch welche von? Sogar im Vorbeifahren, wenn wir einen Quatsch machen. Steht die ja richtig? Arbeitet die? Ja. Nicht, dass mit den grünen Wissenschaftspaketen zu knapp wird. Wie viel kann er hier lagern? Anscheinend genug. Aber ich muss eine Menge Stahlträger herstellen. Um da weiterzukommen.
Ja, also der nächste Schritt ist einfach hier eine Menge Hochöfen hinzustellen, um Stahlträger zu produzieren. Stahlträger brauche ich einmal selber, brauche ich sowohl Solarmodule als auch panzerbrechende Munition. Das heißt, ich habe erstmal als nächstes mit der Stahlproduktion zu kämpfen. Die Ressourcen sind genug hier mit Eisenerz erstmal. Kohle kommt auch noch ohne Ende rein. Das sieht super aus. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Und Stahlplatten werden auch produziert ohne Ende. Das heißt, ich brauche vor allem Hochöfen. Das kann ich erstmal hier erforschen. Und dann knalle ich mir hier ein paar Hochöfen hin. Kann das schon mal vorbereiten. Ich brauche tatsächlich mal ein paar Greifarme, merke ich gerade. So, ich nehme mir mal ein paar. Nicht zu viele, ein paar. So 700 Stück. So. Das heißt, ich brauche. Zack. Zack. Dann brauche ich natürlich Strom. Und dann baue ich mir hinten noch besseres Stromnetz. Das. Greifarm-Stapelgrößen-Bonus 2. Okay, das wird kompliziert. Erforschen wir das. So. Jetzt kann ich mir die besseren Hochöfen bauen. Irgendwo. Stahlträger. Ziegelstein. Die habe ich noch gar nicht. No, ich brauche Ziegelsteine. Wo kriege ich denn Ziegelsteine her? Zweimal Stein hergestellt. Das heißt, ich muss ja irgendwo einen Hochofen hinstellen. Und Steine hier, also theoretisch. So. Und Steine werden wahrscheinlich auch mit einem Erzförderer, oder? Gefördert. Ja, dann machen wir es mal so. Das brauche ich ja nicht so. Brauche ich eigentlich nur einen. Ich brauche so viele Ziegelsteine, brauche ich ja nicht. So, das braucht natürlich Strom. Nichts in der Nähe. Das heißt, ich muss ein paar Strommasten herstellen. Kann ich nicht so viel herstellen, weil nicht genug Holzbohlen. Das geht mir so ein Scheiß aus. Also manchmal. Ich klaue mir einfach ein paar Strommasten. Fuck you. Ja, nicht nah genug. Hallo. So, der fördert jetzt Steine. Dann stelle ich mir hier, das ist ja nur so eine einzelne Produktionsstelle, weil ich ein paar Ziegelsteine brauche. So. Der braucht Kohle, aber das tue ich einfach einmalig da rein. Hier Kohle habe ich ja ein bisschen. Danke. Kohle bis zum Verrecken und dann einen kleinen Greifarm. Geht das so? Der nicht genug Strom hat, natürlich nicht. Fördert Stein und legt das dahin. Ich glaube, es. Ups, da oben gibt es Stress. Ganz kurz vorbeigucken. Ist der stark genug? Na, nicht ganz. Ich stelle mir noch einen zweiten Geschützturm hin. Stell ein bisschen Munition her. Man will sich immer nur um eine Sache kümmern. Das ist so furchtbar. Und kriegt dann immer fünf andere Sachen auch noch mit dazu. So. Hier noch ein Geschützturm. Der kriegt Munition. Muss die erstmal herstellen immer. So, der kriegt jetzt hier schön Munition. So, muss reichen. Und wieder zurück. Lass mich doch einfach mal alle in Ruhe. Ich könnte auch hier von denen einfach, hätte ich welche nach oben umbauen können. Fällt mir gerade mal auf. Egal. So, der Greifarm. So, der legt hier Steine ab. Der Greif. Kann ich das. Der muss das schon reinlegen. So. Strom.
Und ein Hochofen. Sensationell. Und du kriegst Kohle. So. Warum kann ich es nicht da reinlegen? Irgendwas mache ich noch falsch. Muss der Strom. Muss der hier hin? So. Perfekt. Oh, ich hätte noch genug. Habe ich nicht. Ich hätte auch genug Stein im Inventar gehabt. Ich hätte den blöden Förderer gar nicht bauen müssen. So. Mir doch egal. Ziegelsteine brauche ich wofür? Habe ich schon wieder nicht viel vergessen. Wofür ich die eigentlich haben wollte? Für irgendwas anderes. Für Hochöfen. Ja, genau, doch hier. Wo war das? Heizkessel? Nee, Hochöfen. Ziegelsteine. Wie viel kann so ein Schmelzofen lagern? Mir egal, ich brauche eine Holzkiste. Geht nicht, hab keine Holz. Komm her, du. Hier ist noch ein Baum. Ah, verkantet. So. Und jetzt Hochöfen bauen. Braucht halt noch viel mehr Ziegelsteine. Und dann kann ich mir hier Hochöfen bauen. Das ist ja der eigentliche Plan. Und der braucht noch Kohle. Und der braucht dann Greifarme. Hat er auch eigentlich. Habe ich den falsch rumgebaut? Natürlich. Habe ich den falsch rumgebaut? Natürlich. Und dann wird jetzt hier Stahl hergestellt, oder? Yes. Es läuft. So, ein bisschen. Nein, nicht Dampfmaschine. Stopp, 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 stopp. Falsch. Hochöfen. So, und jetzt wird dann hier praktisch läuft meine Stahlproduktion an. Nein, Dampfmaschine weg. Ah, irgendwas erforscht, will ich gar nicht. Wo ist mein Hochofen? Keiner weiß es, da. Und irgendwann habe ich dann jetzt hier Stahl drin, was sich schon stapelt. Und Stress. Wo? Hier unten irgendwo? Ah, schon ganz gut, dass ich die vielleicht nicht entfernt habe. Also, es werden jetzt hier Kupfer- und Eisenplatten, das läuft ja alles, hergestellt. Ich stelle meine Stahlplatten her. Das ist auch super. Aus den Stahlplatten kann ich dann irgendwann Solarmodule und panzerbrechende Munition machen. Und dann habe ich dieses Szenario auch geschafft. Bisschen habe ich noch zu tun, aber das sehen wir alles erst demnächst. Ich habe eh schon wieder überzogen, mein Stream. Ich mache jetzt eine kurze Pause. Muss ein bisschen was essen, ein paar Sachen auf YouTube vorbereiten. Als würde ich mal heute irgendwann nicht arbeiten den ganzen Tag. Wurscht. Oh nein, das Eisenerz ist bald alle. Okay, das nächste Problem bahnt sich schon an. Wo, okay, vergesst es. Wenn ich jetzt damit anfange, sitze ich den ganzen Tag noch. Also, es gibt schon wieder die nächsten Probleme. Das schaue ich mir allerdings in den nächsten Folgen an. Ich hoffe, das Eisenerz reicht noch. Ich muss. Oh, ich muss. Nein, ich will eigentlich gar nichts mehr erforschen. Stopp. Hier Zahnräder. Brauche ich Zahnräder fürs Solarmodul? Ah, ich höre. Ich brauche Forschung. Brauche keine Sau mehr. Kugelschaden. Ich verbrauche praktisch Rohstoffe für Sachen, die ich überhaupt nicht mehr will. So, das muss ich eben noch schnell machen. Weg damit, damit die keine Rohstoffe verbrauchen. Die Fabriken. Hier kann ja ruhig noch ein bisschen was machen. Wenn es sich dann stapelt und nicht weggebracht wird, ist es eh voll. Die Fabriken stehen, das ist ganz gut. Genau, stell du mal nichts mehr her, dass ich nicht mein wertvolles Eisen für irgendwas verbrauche, was ich eh nicht mehr erforschen möchte. Von daher, in den nächsten Folgen, also wie gesagt, will ich hier dieses Szenario Ziele erfüllen. Ich muss gucken, ob ich genug Eisen habe oder was ich sonst damit mache. Solarmodule kann ich natürlich einfach in die Tasche stecken, eventuell. Das gucke ich mir alles noch an. Und. Zu tun, zu tun, zu tun. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Bin immer noch unglaublich begeistert. Ich finde Factorio immer noch hammergeil. Das ist genau meine Art von Spiel. Ich liebe es.
Freue mich auf jeden Fall sehr auf den nächsten Factorio-Stream. Nachher gibt es erstmal Dota mit Solo- und Teamspielen. Schaut auf jeden Fall rein. Streamplan ist ja wie auch immer auf Twitch verlinkt. Ich gönne mir noch kurz den Hinweis auf meine Patreon-Kampagnen. Schaut ganz gerne mal rein. Ich poste es nochmal im Twitch-Chat gleich. Auf Patreon könnt ihr mich unterstützen, damit ich auch zukünftig weiter Streams mache. Dota, Hearthstone oder eben verschiedene Spiele auf Martin spielt. Und ja, bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dann.